einem großen Applaus Jafar Taha hier auf die Bühne. Als Unternehmer wirst du nichts erreichen. Als Unternehmer wirst du scheitern. Das sagten sie damals zu mir. Und wisst ihr was? Ich habe das geglaubt. Ich habe es einfach geglaubt. Ich dachte, als Unternehmer wirst du einfach nichts verändern können. Doch dann passierte dieser eine Moment in meinem Leben, der alles komplett verändert hat. Doch dazu komme ich später. Ich möchte euch von einer Frau erzählen. Einer Frau, die ihr Leben lang sehr, 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 sehr hart gearbeitet hat. Eine Frau, die wirklich stundenlang investiert hat, um Geld zu verdienen. Sie hat alles Mögliche getan und sie hat nie selbst an sich gedacht, sondern immer nur an alle anderen. Und diese Frau ist 48 Jahre alt. Sie ist Mutter von 4 Kindern, sie ist Hausfrau und lebt in einer ganz bescheidenen Wohnung. Ja? Und jeden Morgen um 6 Uhr klingelt der Wecker. Sie steht auf, sie weckt die Kinder, geht in die Küche und schmiert erstmal Pausenbrote, ja, für ihre Kinder. Und ich weiß, kennt ihr diese Tupperdosen, wo so Disney-Figuren drauf sind oder so Comics, ja? Die hat sie fertig gemacht, ihren Kindern mitgegeben und in die Schule geschickt. Und was hat sie dann gemacht? Sie hat sich angezogen, nimmt ihre Handtasche, ihre Jacke und dann geht sie aus der Haustür raus und steigt in die Bahn. Sie fährt zur Arbeit. Und sie hatte immer so einen Schlüsselbund dabei, ja, so ein, wo ganz viele Schlüssel dran sind. Und mit diesen Schlüsseln ist sie in fremde Wohnungen reingegangen. Und dann war sie vor einer Tür, geht in diese Wohnung rein, schließt die Tür auf. Und das Erste, was sie macht, ist immer, sie nimmt ihre Handtasche, ihre Jacke, legt sie auf einen Stuhl, sie nimmt sich einen Eimer, geht ins Badezimmer und macht diesen Eimer voll mit Wasser. Und nimmt sich diesen Eimer, macht noch so Chemikalien rein, ja, so richtig eklige Chemikalien. Geht damit an, stellt diesen Eimer auf den Boden, geht runter, kniet sich runter, nimmt sich einen Schwamm, taucht ihn tief ein ins Wasser, zieht ihn raus und schrubbt erstmal den Boden. Sie schrubbt den Boden. Und ihre Hände sind schon komplett wund von diesen ganzen Chemikalien, die da drin sind. Ja? Sie nimmt wieder den Schwamm, taucht ihn ins Wasser rein und schrubbt den Boden. Und dann passierte es. Ihre Knie versagten. Durch dieses jedes Mal auf den Boden gehen, auf diesen harten Boden mit den Knien, ja, irgendwann sind die Knie kaputt. Und warum das Ganze? Sie tat es nicht für sich, sie tat es für ihre Kinder, um ihnen ihre Wünsche und Träume zu erfüllen, damit es zu Weihnachten dann die neue PlayStation gibt oder zu Ostern die neuen Nikes. Nur dafür tat sie das. Und vor 2 Jahren stand ich auf einer Bühne vor 1000 Menschen. Ja? Ich war extrem aufgeregt, ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich auf die Bühne komme. Und die Moderatorin war schon da und wollte mich gerade anmoderieren. Und hinten war ich so Backstage, stand Backstage drinne. Und der Techniker fummelt an mir rum und will gerade das Headset installieren. Und ich sage zu ihm, hey, ich muss nur mal auf Klo, ich bin so aufgeregt. Und er so, das geht nicht, sie moderiert dich jetzt an. Wenn du jetzt nicht fertig bist, dann wird die Bühne leer stehen. Und dann sagt sie zu mir, okay, du hast 2 Optionen. Option Nummer 1 ist, du gehst auf die Bühne, ziehst es durch und hältst es zurück. Und Option 2 ist, du gehst auf die Bühne, mach sie in die Hosen, aber so, dass es keiner bemerkt. Also nur diese 2 Optionen. Für welche ich mich entschieden habe, es bleibt immer mein Geheimnis. Ja, und dann immer, wenn ich auf die Bühne gehe, und vor allem, da standen 1000 Leute, ja, 1000 Leute. Aber es ist immer so, wenn ihr 1000 Leute in einem Raum habt, habt ihr immer riesen Scheinwerfer, die euch richtig ins Gesicht klatschen. Ja, auf der Bühne ist es mega heiß, wenn da keine Klimaanlage ist. Es gibt ja sowas wie Speaker-Klimaanlagen, hatten die nicht, die wollten sparen. War mein eigenes Event. Der war jetzt improvisiert. Und dann stand ich da und die Riesenscheinwerfer leuchten mir mega ins Gesicht. Und das heißt, ihr seht nur die ersten 8 bis 10 Reihen. Ja? Also so wie hier, ein bisschen weiter noch, 8 bis 10 Reihen. Und was ich immer mache, wenn ich auf die Bühne gehe, ich suche mir so einen positiven Ankerpunkt. Ja, irgendeiner, der mich so positiv anschaut. Aber was immer wieder passiert, das passiert mir so oft, immer wieder, wenn ich so ins Publikum gucke, finde ich immer denjenigen, der so hier macht. Was will der mir jetzt erzählen? So, und was mache ich? Ich suche weiter. Wo ist der positive Mensch? Sonst kann ich nicht anfangen. Und dann sehe ich die Person, ja. So Mittelgang, ganz links, 6. Reihe. Da, wo du gerade so ungefähr sitzt, ja. Mittelgang, 6. Reihe.
Und da schaut mich so diese eine Frau an, von der ich gesprochen habe. Sie guckt mich begeistert an, schickt mir positive Energie raus und ich denke mir, let's go, let's rock the game, ja. Und nach diesem Vortrag laufe ich backstage wieder raus und gehe in die Lobby. Und in dieser Lobby kommt dann diese Frau auf mich zu, guckt mich, lächelt mich an, kommt zu mir, umarmt mich und sagt, Jaffa, du hast mich inspiriert. Jaffa, mein Leben lang habe ich immer alles für andere getan. Ich habe nie aber an mich selbst geglaubt. Ich habe mir das nie selber zugetraut. Aber durch dich fühle ich mich inspiriert und ich werde etwas verändern. Ich werde etwas ändern. Mit 48 Jahren, gebrochenem Deutsch, polnischer Akzent, hat sie sich entschieden, eine 2-jährige medizinische Ausbildung zu machen. 2 Jahre Studium hat sie durchgezogen und heute ist sie nicht mehr Hausfrau, sondern heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie hat mit 50 Jahren ihr Ding durchgezogen und hat gesagt, ich kann mein Leben ändern. Und das hat sie auch getan. Und ja, und diese Frau ist meine Mutter. Dankeschön. Und was ich euch damit sagen möchte im Endeffekt ist, dass jeder von euch hier etwas Besonderes kann. Jeder von euch hat einen gewissen Wissensstand. Jeder von euch hat gewisse Erfahrungen. Jeder von euch hat eine gewisse Geschichte, die er draußen erzählen kann. Und jeder von euch, für mich seid ihr alles Helden, weil jeder von euch kann etwas verändern. Und wenn es nur ein Mensch von 1000 Menschen ist, wenn es nur ein einziger Mensch ist, der sein Leben dadurch ändert, hat sich das Ganze gelohnt, oder? Deswegen, jeder Einzelne von euch hat die Pflicht, daraus zu gehen und sein Wissen weiterzugeben, anderen Menschen zu helfen, weil ihr habt es drauf, deswegen seid ihr hier, deswegen sitzt ihr hier. Doch was das Problem ist an der ganzen Sache oder die Herausforderung ist, dass die meisten da draußen einfach nicht sichtbar sind. Man kennt sie gar nicht, weil sie nicht damit rausgehen. Sie wissen nicht, wie sie sich sichtbar machen. Und genau darum geht's. Es gibt 2 Gründe, warum ihr sichtbar werden müsst. Und Grund Nummer 1 ist, ach, übrigens habe ich noch ein Bild mitgebracht hier. Meine Mutter ist jetzt nur noch am Reisen, macht so 4 bis 6 Mal im Jahr Urlaub. Und da seht ihr, die ist überall unterwegs, schickt mir immer per WhatsApp die Bilder. Und ich sage, ja cool, so viel Urlaub wie du habe ich gar nicht. Ja, aber sie hat es verdient. Erster Grund ist, deine Marke ist das, was man hinter deinem Rücken erzählt. Und wenn du nicht anfängst, deswegen sage ich, jeder von euch braucht eine Personenmarke, weil wenn du nicht anfängst, an deiner Personenmarke zu arbeiten, wenn du nicht anfängst, Zeit darin zu investieren, werden es andere für dich tun. Andere werden über dich sprechen, so wie sie möchten, weil wissen ja gar nicht, wer du bist. Du bist gar nicht sichtbar, die kennen dich gar nicht. Die erzählen also, was sie wollen. Und wenn du jetzt nicht dafür sorgst, dass du deine Personenmarke aufbaust, dann werden andere über dich Dinge erzählen, die du vielleicht gar nicht möchtest. Grund Nummer 2 ist, du verlierst Kunden nicht an deine Mitbewerber, sondern an deiner Unbekanntheit. Ja? Das bedeutet, wenn du nicht sichtbar bist, wird dich kein Schwein kennen. Keiner wird dich kennen. Deswegen fang an, deine Personenmarke aufzubauen. Fang an, sichtbar zu werden. Fang an, in dich zu investieren. Ja? Ist es okay, wenn ich, bevor ich jetzt zu den 3 Hacks, ich habe euch natürlich Hacks mitgebracht, damit ihr das Ganze umsetzen könnt. Ist das cool übrigens, wenn ich euch so 3 Tipps mitgebe, die ich so selber angewendet habe? Ja? Ja? Cool, super. Doch bevor ich das tue, würde ich mich selber noch gerne kurz vorstellen. Ist das okay? Ja? Nicht so? Kurz die Hand heben? Ist es okay? Super, vielen Dank. Also, wie gesagt, mein Name ist Jaffa Taha, sehr kompliziert, aber viele von euch, oder ich weiß nicht, haben einige Kinder von euch? Super, sehr cool. Ja, dann kennt ihr vielleicht den Disney-Film Aladdin. Da gibt es den Bösewicht, der ist Jaffa. Meine Mutter wollte damals immer einen Bad Boy haben und deswegen habe ich den Namen bekommen. Aber keine Sorge, ich bin ein guter Typ. Hier seht ihr noch das Bild von dem Event, von dem ich gesprochen habe, wo ich mir fast in die Hosen gemacht habe. Da seht ihr Christian Bischoff, Tobi Beck, De Kreuter ist abgehauen, der hat keinen Bock drauf. Ja. Ich bin Gründer der Digital Personality Agency, da consulten wir mittlerweile nur noch, also consulten Speaker, Coaches und Co. im Bereich Event Marketing, im Bereich Branding und Co. Aber am meisten macht es wirklich Spaß, mit meinen Coaches zu arbeiten. Wir machen immer online, per Zoom, jede Woche machen wir Q&As und so, und das ist wirklich das Coolste, und vor allem, wenn sie mir ihre Erfolgsgeschichten erzählen, wie sie Menschenleben verändern, ja, wie sie sichtbarer geworden sind und dadurch Angebote bekommen haben. Das ist ziemlich cool, das macht eigentlich am meisten Spaß. Ich bin Vater und Ehemann, ja, habe eine kleine, süße Tochter, eine Frau, eine wunderschöne Frau, und ja, ich liebe es einfach, das zu tun, was ich mache. Ich arbeite mittlerweile von zu Hause aus, habe letztes Jahr mein Büro abgemeldet, meine Mitarbeiter sind raus, also ich arbeite nur noch hauptsächlich von zu Hause oder von unterwegs.
Ich bin leidenschaftlicher Fußballtrainer, also jetzt wäre eigentlich auch so ein Ostercamp, wo ich dann gerne mit den Kids zocken gehe, aber ich habe mich für euch entschieden und gesagt, ich muss nach Heilbronn, deswegen bin ich hier, aber sonst bin ich mit den Kids unterwegs, wenn es so in den Ferien ist. Übrigens, hier bin ich, seht ihr das? Mein größter internationaler Kunde ist Success Resources, einer der größten Weiterbildungsplattformen weltweit. Success Resources sagt meistens den Leuten nichts, aber vielleicht kennt ihr so Speaker wie T.F. Ecker oder Robert Kiyosaki, den ich im Mai treffe, oder Tony Robbins, die sind da sozusagen Speaker über diese Plattform. Weitere Top-Kunden sind Said Shirepur aus Dubai, mit dem ich, also Online-Marketer, habt ihr Werbung schon mal gesehen, wenn ihr auf Klo seid und auf Facebook scrollt oder so, kommt immer sein Gesicht immer wieder bei mir. Mit dem habe ich das Kettenbrecher-Event gemacht, oder Hermann Scherer, mit dem ich bis heute noch ein Kunde von mir, oder Marcel Schlee, einer der erfolgreichsten Online-Marketer Deutschlands. Ja, selbst war ich schon auf den größten Bühnen mit den Leuten, das ist aber eher uninteressant. Hier noch ein paar weitere Bilder. Und ja, ich bin auch Dozent, das war so witzig, ich habe eigentlich immer schlechte Noten in der Schule gehabt. Meine Lehrerin hat damals gesagt, Jaffa, du wirst niemals das Abitur machen. Ja, dann hat mich eine Uni angefragt, ob ich nicht Dozent werden möchte. Und dann dachte sie, verarsch mich doch alle. Da steckt bestimmt meine Lehrerin von damals dahinter. Ja. Genau, doch das war natürlich nicht immer so. Ja. Ich selber habe damals, als ich mich dann irgendwann selbstständig machen wollte, ja, Selbstständigkeit, dachte ich, ach, ist doch ein Klacks, meldest so ein Ding an, bist selbstständig, herzlichen Glückwunsch, ich bin Unternehmer. Das war leider nicht so, deshalb musste ich dann irgendwann zu meiner Freundin ziehen, ja, in eine Einraumwohnung vor 4 Jahren. Heute sage ich zu ihr, es war doch ein gutes Invest, oder? Und dann sagt sie, ja, war super. Also eine Einraumwohnung, so habe ich angefangen, hier seht ihr mich ganz da, wo der Pfeil ist. Ich habe Seniorentrainings gegeben, toi, 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 bei mir haben alle überlebt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja. Ich habe angefangen, Events zu veranstalten, so wie der Sebastian und der Ellen, die es auch übrigens klasse machen. Also nochmal Applaus für die beiden, wirklich sehr, sehr gut. So erfolgreich war ich nicht. Ich hatte mein erstes Event, seht ihr ja, waren genau 7 Leute. Ja, doch das Witzige eigentlich daran war, dass 5 davon meine Freunde waren, die sind aus Mitleid gekommen. Ja. Und das Ganze fand in der Shisha-Bar statt, weil ich sonst keine andere Location gefunden habe. Und da kannte ich den Besitzer, der hat gesagt, ja komm her, mach dein Ding. So, naja, gut. Und habe dann weitergemacht und dank Personal Branding habe ich dann sozusagen also meinen Raketenstart gehabt. Innerhalb von 3 Jahren habe ich dann angefangen, auf größere Bühnen zu sprechen, selber welche zu veranstalten. Ich bin sehr viel gereist, sehr viel mit meiner Familie gemacht und deshalb ist es so wichtig, dass ihr wirklich an der Personenmarke arbeitet, weil ich erzähle euch genau das, was ich selber durchgemacht habe, wo ich halt Step by Step dran war und habe daraus dann eine Branding-Formel entwickelt. Ja, man muss es immer so hip nennen, damit es überhaupt interessant wird, deswegen die Branding-Formel, die stelle ich euch heute noch vor. Oder jetzt. Stellt euch vor, ihr habt ein Glas Wasser. Dazu packt ihr noch so ein paar Zuckerwürfel rein. Was wäre das jetzt für euch wert? Ruft mal rein. 10 Cent, 20, 50, 1 Euro. Was wäre das wert? Ein Glas Wasser mit Zucker. Ich gebe dir jetzt ein Glas. Was zahlst du mir dafür? 1 Euro. 1 Euro hier, okay. Ist ganz schön viel, ey. Ich komme später mit einem Glas Wasser und Zucker an. Okay, danke. Okay, ich habe dem Ganzen mal 10 Cent gegeben, ja. Und was passiert, wenn ihr der ganzen Sache eine Brand gibt, eine Marke, ja? Eine magische Marke. Was passiert dann? Ja, ich habe schon gehört. Coca-Cola, zack, habt ihr 1,90 Euro. Geil, ne? Und das alles nur durch Branding, alles nur durch Marke. Cola und Zucker habe ich heute auch schon getrunken. Sehr gut. Also, wie wirst du jetzt nun zu einer erfolgreichen Personenmarke? Und dazu habe ich die Branding-Formula entwickelt und die besteht aus 3 Zutaten, sage ich mal. Zutat Nummer 1 ist Personality, Zutat Nummer 2 ist Expert, ja, die Expertise, und Zutat Nummer 3 ist Digital, ja, Digitalisierung, Social Media gehört heute dazu und ist meiner Meinung nach auch Pflichtlektüre. Kommen wir gleich zum ersten Thema, Personality. Persönlichkeit macht Umsatz. Ich sage immer, nachhaltige Marke ist wichtiger, statt wildes Marketing zu betreiben, was wir aktuell auf den sozialen Medien sehen. Ja. Und der erste Step ist deine Persönlichkeit. Das heißt, nimm doch verdammt nochmal die Maske ab. Es gibt so viele Coaches, Speaker, Life-Coaches mit 18 und so weiter, die immer wieder irgendwas erzählen mit den teuren, tollen Lambos-Vorfahren, die sie auf der Straße gesehen haben und schnell ein Foto geknipst haben. Aber ich sage immer, ey, sei doch einfach authentisch, damit wirst du doch viel mehr erreichen, als wenn du nach dem Motto Fake it till you make it lebst. Also nimm deine Maske ab, sei du selbst, ja? Sei eine authentische Personenmarke, denn damit wirst du viel mehr erreichen. Und mal ganz ehrlich, ja? Menschen merken es, wenn ihr lügt, vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst nehmen sie immer irgendwas wahr, irgend so ein Bauchgefühl, was denen sagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja?
Also baut eine Beziehung und Vertrauen auf. Das ist heutzutage vor allem im Bereich Online-Marketing, im Bereich Digitalisierung, ist das heute das A und O. Wenn ihr heutzutage keine Beziehung, kein Vertrauen aufbaut, seid ihr verloren. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ich will euch die Hacks noch mitgeben. Macht bitte nicht diesen einen Fehler, stellt euch vor, ihr geht auf ein Date, ja? Ihr trifft einen Mann oder eine Frau, ist egal, erstes Date, ihr seid da, setzt euch hin und dann sagt der Gegenüber so, hey, ich dachte, wir haben gerade so ein bisschen Zeit, wollen wir nicht über die Namen unserer zukünftigen Kinder überlegen? Schon krass, oder? Ich hatte letztes Mal eine Veranstaltung, wo ich ein anderes Beispiel genommen habe, das nehme ich nicht mehr, wo ich gesagt habe, stellt euch vor, ihr trifft jemanden beim ersten Date und macht dann gleich einen Heiratsantrag. Da hat eine sich gemeldet und gesagt, bei mir war das so, deswegen habe ich es rausgenommen. Ja, und ganz kurz hier Personality erklärt. Es gibt das Thema Marketing, das ist die Spitze des Eisbergs. Was ist aber darunter? Die Marke. Was die meisten falsch machen, ist, die investieren Zeit und Geld in das Marketing, machen wildes Marketing, statt wirklich eine nachhaltige Marke aufzubauen. Und das bedeutet, welche Werte habe ich, welche Botschaft habe ich und. Das sind Dinge, was ist mein Markenkern, ja, zum Beispiel. Das sind Dinge, die müsst ihr vorher klar und deutlich da haben, bevor ihr anfängt, irgendwie beklopptes Marketing zu machen, ohne zu wissen, wohin ihr wollt. Also, welche Eigenschaften zeichnen mich aus und. Das hatten wir alles. Zusammenfassung, Beziehung, Vertrauen ist heutzutage das Wichtigste. Der Aufbau einer nachhaltigen Marke statt wildes Marketing und bring Substanz hinter deine Marke. Ja? Ganz, ganz wichtig. Also, zweiter Punkt, Expert. Ja? Dein Know-how. Du bist der Experte in deiner Nische. Und ich sage immer, das große Geld im Coaching, Consulting-Business und das gilt auch für Dienstleister, Berater und so weiter, wenn du der Experte in deiner Nische bist. Es ist viel schwieriger, Experte zu werden im ganzen Markt. Es ist aber deutlich einfacher, Experte in einer Nische zu werden. Also, was kannst du besser als andere? Stell dir diese Frage. In welcher Nische bist du der Experte? Stell dir mal diese Frage. Schreib sie doch mal auf. Hier, die Fleißigen, ja, die schreiben alle mit. Sonst vergisst ihr das alles. Ja? Schreibt es wirklich auf, dann könnt ihr das umsetzen, ja, in den nächsten Tagen. Und positionier dich. Und das hast du wahrscheinlich tausendmal gehört. Deswegen machen wir mal ein kurzes Beispiel dazu. Ihr seht diese drei Wasserflaschen. So, was haben sie alle gemeinsam? Kurz rein. Und was haben sie alle gemeinsam? Ich habe schon gesagt, super, Wasser. Geil. Genau, die haben alle Wasser drin. Und was ist der Unterschied zwischen Wasser und Wasser und Wasser? Gibt keinen. Die haben vielleicht so Mineralunterschiede, hast du gerade gesagt, ne? Kleine minimale Mineralienunterschiede. Doch warum, und das sind alles eigentlich gute Marken, also edlere Marken, also teurere Marken, aber warum sticht Voss hervor? Ich habe heute nochmal geguckt, Vosswasser auf Amazon, 5,99 Glasflasche, 800 Milliliter für Wasser. Ich habe dann noch weiter recherchiert, das Wasser ist Leitungswasser aus Norwegen. Die trinken das alle so ganz normal zu Hause, kommt aus der Leitung. 5,99, warum? Weil sie sich nicht als Wasser positioniert haben, sondern als Tischdekoration. Die haben sich als Tischdekoration positioniert. Ich kaufe mir das Ding, stelle es mir auf den Tisch, packe dann Blumen rein, wenn ich es ausgetrunken habe. Ist doch geil. Deswegen kann ich einen höheren Preis nehmen. Ja, also Positionieren geht so einfach. Und ich sage immer, wenn es sogar Wasser schafft, sich zu positionieren, dann schaffst du es auch. Ja? Danke. Alright. Wichtig ist, verkauft keine Stunden, sondern Ergebnisse. Egal, ob du Dienstleister, Berater, Online-Marketer, egal was du machst, verkauf keine Stunden, sondern Ergebnisse. Und das bedeutet, hol deine Kunden aus der aktuellen Situation ab. Ja, die sind in irgendeiner Ist-Situation und du bist der rote Pfeil. Du bist derjenige, der ihnen die Hand reicht und sagt, komm, ich nehme dich mit nach oben und zwar zu deiner Wunschsituation. Und wenn ihr da dieses Bild in den Köpfen eurer Kunden, eurer potenziellen Kunden einpflanzt, dann sind sie auch bereit, mehr dafür zu bezahlen, weil sie wollen keine Merkmale, keine Produktmerkmale etc. haben, sondern sie wollen wirklich ein Ergebnis haben. Wenn du dieses Big Picture denen anbietest und denen das Big Picture verkaufst, dann kaufen sie auch bei dir und wir würden sehr viel mehr Geld bezahlen dafür. Ja. Und der dritte Prozess, und wir kommen jetzt langsam zum Schluss, der digitale Verkaufsprozess, fokussiere dich auf die Lösung und nicht auf die Probleme. Und ich habe dazu zum Beispiel eine Facebook-Gruppe gemacht, mehr Umsatz durch Personal Branding. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe da Mehrwerte geboten und mal herauskristallisieren wollen, was für Probleme und Herausforderungen hat denn meine Zielgruppe? Und da habe ich einmal eine Frage gestellt, super einfach. Ja? Ich habe gesagt, hey, was sind die drei häufigsten Probleme in Bezug auf Marketing und Branding? Da haben sie alle schön fleißig drunter kommentiert. Dadurch habe ich natürlich erfahren, was meine Zielgruppe so haben will, ja. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Die haben dann immer wieder Fragen gestellt und individuelle Fragen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe denen wirklich eins zu eins geholfen. Ich habe mir wirklich Zeit genommen, das alle drei Fragen zu beantworten, mich ungefähr 30 Minuten gekostet. Es hat sich gelohnt, ich sage es euch gleich. Ich habe richtig Feedback gegeben. Und was haben sie gemacht? Sie wollten mehr wissen. Dann habe ich sie eingeladen und habe dann gesagt, dazu komme ich zum Schluss, ratet mal jetzt, wer Kunde geworden ist. Ja? Ich habe dem Carsten geholfen. Dann hat der Carsten gesagt, geil, lass uns starten, da ist ein Zwischenschritt passiert, den erkläre ich euch gleich. Und drittens hat er dann bezahlt. Und das alles nur durch die Gruppe, ja, weil ich ihm geholfen habe, bevor ich etwas verlangt habe. Ich wollte nichts von dem, ich wollte ihm nur helfen.
Und wie das Ganze, übrigens, Carsten hat mir vor ein paar Wochen, hat er mir das geschickt, 8 Wochen später, Jaffa, aus ca. 35.000 Bewerbungen habe ich mich mit 20 anderen durchgesetzt. Danke, Jaffa, dass selbst eine Marke wie ASICS mittlerweile auf meine Aktivitäten anspringt. Geil, oder? Der ist Physiotherapeut. ASICS hat sich bei dem gemeldet. Kennt ihr ASICS, diese Laufmarke? ASICS hat sich bei ihm, sowas wie Nike, ja, nur anders. Die haben sich bei ihm gemeldet und haben gesagt, ey, wollen wir nicht zusammen was machen? Du als Marke, du im Vordergrund. Alright, also ich muss mich beeilen. Hier kurz das System. Also im ersten Schritt ist es halt wichtig, dass du Content lieferst. Also Zielgruppe 1:1 helfen. Habe ich gemacht. Gruppe gemacht, Zielgruppe geholfen. 1:1, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Punkt Nummer 2, die Probleme natürlich dementsprechend lösen. Nächster Step ist der Call. Was habe ich dann gemacht? Der Zwischenschritt. Ich habe gesagt, ey, willst du Weiterhilfe? Brauchst du noch mehr Rat? Ja, super, dann lass uns doch mal telefonieren. Das habe ich gemacht. Einfach angerufen. Er hat mich angerufen. Wir haben gequatscht. Ich habe die Beziehung vertieft. Habe ihm geholfen. Und dann natürlich auch die richtigen Fragen gestellt. Auch ganz, ganz wichtig. Fragen stellen, nicht vollquatschen. Und dann im nächsten Step kam das Sale. Ich habe ihm eine Transformation, ein Ergebnis verkauft. Und gesagt, komm, wollen wir zusammen weitermachen. Und ja, jetzt bin ich an der Zeit, Ergebnisse zu liefern. Habe ich bei Carsten gemacht. Prozess abgeschlossen. So, also für euch biete ich noch einen kostenfreien Strategie-Call an. Wenn ihr das geil fandet und sagt, ey, das ist super cool, ich habe Bock mit Jaffa zu sprechen, dann kommt entweder zu mir nach hinten oder für die ersten 10 von euch, die nächsten 5 Tage machen wir wieder eine Call-Runde, ich und mein Team. Das heißt, wenn ihr Bock habt und mehr wissen wollt, wenn ihr Lust habt, euch auszutauschen, dann könnt ihr euch unter bewerbung.jaffataha einen Slot sichern. Also ja, das war es erstmal von mir. Sorry, dass ich überzogen habe. Vielen, vielen Dank.